dem Bauernhof auf von Patrick. So. Ich muss mal irgendwas gucken. Weil ich ja hier Gülle ausfahre. Preuß. Ja, das hat aber auch eine Güllespritze. Aber ich gehe mal eher von aus, dass das so ein Tank ist. Genau, da ist ja auch nur so ein Tank. Und dann passt das schon. Dann braucht man den noch. So, dann fahren wir jetzt zurück zum Hof. Holen uns jetzt einen großen Traktor. Und dann werden wir uns den Anhänger auf den Hof stellen. Und anschließend den schon mal befüllen. Den stellen wir mal hier rein. Machen wir hier das Tor auf. Das war ein schwerer Verkehrsunfall, aber keiner kommt. So. Den bringen wir jetzt zurück zum Hof und tun den auch schon mal dann direkt befüllen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo mein Güllefass hingekommen ist.
Den müssten wir mal suchen gehen. Steht aber, glaube ich, da hinten in den Schuppen drin. Ja, steht da auch. So, den tun wir mal jetzt hier voll machen. Da passen genau 30.000 Liter rein. Und dann gehen wir hin und stellen den jetzt erstmal hier vorne ab. Hier so. So, da können wir mit denen hier weiterfahren. Aber da müsste ich aber auch erst noch ein paar Sachen kaufen. War nee, wenn es also hier drinnen nicht ist, dann ist es bestimmt hier. Da werden wir jetzt ja sehen. Also da ist es auch nicht drin. Da kann es ja eigentlich nur noch. Ja, hier kann ich mir aber auch wieder nicht vorstellen, dass das da drin ist. Nee. Weil ich weiß, dass ich das installiert habe, das weiß ich. Die Wetterstation brauche ich nicht. Dann machen wir das anders. Da gucken wir unter die Hersteller nach, unter die Marken. Weil ich weiß ja, vor welcher Marke das ist. Da haben wir jetzt hier einmal den John Deere. So, dann gucken wir uns einfach mal jetzt hier nach. Weil ich weiß, dass ich mir das runtergeladen habe. Ja, dann mache ich mal eben kurz hier Pause. Kommen wir aber gleich wieder.